Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Jonathan Gaming. Wir befinden uns hier mal wieder in Europa Universalis 4 und ich habe hier gerade. Ich habe hier gerade ein Ereignis bekommen. Ich habe wirklich nur einen einzigen Tag weitergemacht. Und hier steht: Sie berichten von dem Ereignis, Herzog von Burgund stirbt. So, der große Herzog, bla bla. Aufs Leben gekommen, versuche. So. Der Tod des letzten Burgund-Herzogs von Burgund hat das Land in politischen Chaos gestürzt, sodass eine Intervention mächtiger Nachbarn wehrlos gegenübersteht. Okay. Also wir können jetzt sagen, hier machen wir okay. Es gehört zu Frankreich. Abfall von jeder Provinz in Besitz nach Frankreich. Ey, perfekt, oder? Oder vergesst es, natürlich nehmen wir jede Provinz. Perfekt. Wir sind doch nicht im Krieg oder sowas, ne? Kein Erbfolgekrieg. Perfekt. Ich guck mal bei den Regionen. Na, guck mal, wir haben fast das aktuelle Frankreich erreicht. Hier müssen wir noch ein bisschen ausdehnen. Hier vielleicht auch. Natürlich das hier müssen wir auch noch machen. Ja, super. Oder warte. Keine Stabilität lieber. Ja, komm. Ach, wurde das zwischen mir und Kastilien jetzt aufgeteilt, oder was? Ich bin leicht überfordert gerade. Wie man unschwer erkennen kann. Kastilien hat ja auf jeden Fall hier ein paar Gebiete bekommen. Was mir auf jeden Fall schon mal deutlich sympathischer ist, als wenn Österreich die bekommt. Ich habe keine Ahnung. Ich mache einfach mal weiter. So, das Limit ist auf jeden Fall gestiegen. Ich mache plötzlich ein bisschen Plus. Eine Staatsehe. Okay, ich kann den, glaube ich, nicht beanspruchen. So, ich gucke mal nach wegen Koalition. Aggressive Expansion. 11, 0, 0. Okay, 11 geht aber. Dann mache ich einfach mal Krieg erklären. Ich habe ja auch mindestens noch auf Anspruch auf diese Region. Kirchenstaat wäre mit mir im Krieg. Okay, Kirchenstaat ist aber, Staat ist aber nicht so stark. Ich mache erstmal so. Zur Not können wir immer noch Kastilien reinholen, wenn ich es nicht schaffe. So. Und dann teile ich die auch direkt auf. Schicke hier einen hin und da einen hin. Das gleiche mache ich hier auch. Da einen hin. Und hier einen hin. Und die ganze Armee ist eingesperrt. Also ich schicke die mal dahin. Und dann greifen die gleich zu zweit den anderen an. Perfekt. Gar keine Chance. So, nochmal ein Krieg. Komm, du musst den so lange hinterherlaufen, bis die ganz verschwinden.
Perfekt. So. Ich mache einfach mal so. So lange bis da unten. Jetzt wird das Koalitionssymbol schon angezeigt. Zwei Stück. Wenn ich mir noch ein drittes holen würde, wären auch nur zwei Stück. Die zwei Länder sind okay. Das ja auch. Wenn ich mir alles holen würde. Bretagne würde ja nicht mehr existieren. Dann wäre es nur Provinz und England. Dann hole ich mir doch alles dran. Sobald ich kann. Frieden verhandeln, dachte ich mir fast schon. Einfach so grundlos Frieden verhandeln. Geht natürlich nicht. Erst wenn sie am Verlieren sind, wollen sie Frieden verhandeln. So, komm. Am besten die jetzt möglichst schnell erobern alles. Dann können wir da hinten direkt hinlaufen zur Kirchenstaat. So. Steuernahmen jährlich? Nee. Verlieren die schon wieder Einfluss. Ja, Loyalität. Ich muss das Parlament mal wieder einberufen. Sobald ich das kann. Also die schicke ich da auch nochmal hin. Dann kann ich die beiden schon mal hier zu einer Armee machen. Perfekt. Geht auch noch zur Kirchenstaat. Okay. Ich könnte versuchen, Rom zu bekommen. Ah, hier werde ich belagert. Ich werde das nicht hinbekommen. Ich warte aber mal, bis das ja auch noch eingenommen wurde. Ich kann dann mit den Truppen auch noch ein bisschen unterstützen. Schadet ja bestimmt nicht. Wenn da plötzlich die doppelte Armee, also wenn da plötzlich zwei Armeen stehen. So. Aber eigene Truppen haben die kaum oder so, oder? Wir haben mal Grundsteuer. So, 80%. Das sieht doch schon gar nicht mal so schlecht aus. Okay, fehlen auch gar nicht so viele Prozente. Ich würd einfach jetzt mal warten. Einfach gucken, was passiert. So, ich teile die mal auf. Dann kann wieder hier jemand hin und da jemand hin. Mache ich hier vielleicht wieder ein bisschen Kriegsbeute. Plus 1,3. So. ...119 zu 133. Das sieht doch schon gar nicht mal so schlecht aus. Auch alle Gebiete von denen. So, 123 zu 129, das wird immer knapper. Komm, den müssen wir auf jeden Fall bekommen. Das müssen wir für alles bekommen. Okay, im Grad hat sich leider in diesem Monat nichts geändert. Wie sieht es jetzt aus? Oh, perfekt. So, holen wir uns ein bisschen Geld, was wir halt bekommen können. So, nur 14 Dukaden. Ist auch letztlich egal. So, perfekt.
So, machen wir das am besten alles direkt zu Kernprovinzen. Das haben wir auch nur ganz knapp hinbekommen mit der ganzen administrativen Macht. Okay, ungefähr alles im Februar. So. Hohes Einkommen. So, das ist alles zu Paris. Die gehen wir einfach dahin. So, eigentlich ist es der perfekte Zeitpunkt, mir nochmal die Burgen anzuschauen. Wollten eigentlich noch eine Burg kaufen. So. Tatsächlich würde ich, glaube ich, die Burg hier wegtun und die hier auch und das stattdessen die hier bei Wannes hinbauen. Ich glaube, das ist so ganz praktisch. Also die hier kann auf jeden Fall weg. Da steht ja schon einer daneben. Die lassen wir erstmal noch stehen. So. Korruption steigt natürlich erstmal, da wir natürlich eine Überdehnung haben. Eingeschenkt 30 Dukaten. Das ist nett. Wir brauchen gerade richtig viel Geld, um am besten unsere, ja, unsere Kirchen hier zu bauen, damit wir noch mehr Geld verdienen. Ist das, damit ich auch das ganze Geld verdiene, lege ich die erstmal still. Perfekt, eine neue Forschung. Und Kernprovinz. Achso, ja, okay. Sind die jetzt wohl wahrscheinlich alle gleich fertig? So, perfekt, alle sind fertig. Dann machen wir das mal zu einem Start. So. Dann sind wir noch nicht mit allem fertig. So, Wissensteilung, da müssen wir gleich ein bisschen mehr Geld auch gerade ausgeben. So, hier mit allgemeiner lokale Autonomie sinkt. Das sehe ich sehr gerne. So, das machen wir auch noch mal kurz zu einer Kernprovinz. Das andere fehlt dann auch noch mal. Und dann hätten wir das eigentlich auch. Ich glaube, man kann ruhig sagen, so langsam formt sich Frankreich. So, hier haben die anderen immer noch Anspruch, ne? Ja. Provinz. Provinz ist wieder das hier mit Mailand. Wo ist Mailand? Das hier ist Mailand. Drei Staaten. Oder zwei Staaten? Zwei Staaten. Ich glaube, das ist okay. Den kann man ruhig beitreten. So. Einen Monat noch und dann haben wir das ja auch. So, perfekt.
Guck mal, wie hoch unser Armee-Limit ist. Also wir könnten theoretisch nochmal was holen, aber... Also ich dachte mir, denke mir eigentlich immer so, die armen Orthodoxen, ne? Werden komplett hier unterdrückt, hier von den Katholiken und hier von den Sunniten. Die Armen. Eine Grundmannstärke. Ist ja fast so, als würde es gerade... Nee, doch nicht. Okay, ich dachte gerade, die Maximal-Rekrutenreserve erhöht sich schneller, als Rekruten nachgeliefert werden können. So. Okay, jetzt verringert die Loyalität nur noch um 10. Das ist sehr praktisch. Dann nehmen wir das mal weg. So, jetzt wird das wahrscheinlich nicht mehr so schnell regenerieren. Tatsächlich ist sogar unser Maximum gerade runtergegangen. Oh, was? Geil. Das ist cool. Savoyen, Respekt. Also die haben mir bisher echt geholfen. So. Die lassen wir mal wieder hier zu Paris gehen. Die lasse ich mal dahin gehen. So. Machen wir uns hier nochmal zwei. Haben uns gerade eben nochmal zwei Kirchen gebaut. So, ich glaube, ich hole mir noch ein bisschen mehr Geld hier. Dann bauen wir uns hier nochmal Institutionen fördern. Ehrlich, 500 Dukaten. Ja, komm, für die Wissenschaft. Verdammt, eigentlich hatte ich vor, dass wir uns jetzt erstmal ein paar schöne Gebäudchen holen können. Ein paar Kirchen. Ach, verdammt. Immerhin hat die Forschung zur Folge, dass wir jetzt die Korruption noch schneller niedrig bekommen. So, Wissensaustausch beendet. Das heißt, wir kriegen noch mal ein bisschen mehr Geld als eben gerade noch. Weil wir nichts mehr aus Kastilien annehmen müssen. So, ich guck mal nach. Der Staat braucht Geld. Natürlich braucht der Staat Geld. So. Dann bauen wir uns hier auf jeden Fall zwei schöne Kirchen nochmal. So, 41% Änderung der Steuern. Das ist schon einiges. Wir haben noch eine Kernprovinz erhalten. So. Hier oben vorne sind noch Unruhen, aber die legen sich mit der Zeit. 20%. Ja, das ist ja fast nichts. Aber ich befürchte, ich muss auf jeden Fall noch mindestens einmal Krieg gegen, wie heißen sie, Savoyen führen. Eigentlich auch hier gegen Kastilien.
Allerdings, ich glaube, das können wir noch ein bisschen herauszögern. Wir können uns entweder hier Aragorn widmen. Oder wir widmen uns England. Dass wir England noch ein bisschen was wegnehmen. Natürlicher Hafen. Okay. Ist auch ein natürlicher Hafen. Hm. So, perfekt. Dieses Ders wird auf 40. Das heißt, wir können hier wieder ein Gebiet wegnehmen. Ja, komm, nehmen wir ihn mal. Was ist das hier? Wolle. 2. 2,5. 2. 2,5. Ja, komm, nehmen wir ihn mal hier ein Weinfeld weg. So, jetzt holen wir aber technologisch, also gerade in Bausachen, ordentlich auf, glaube ich. Plus 6,5 ist auf jeden Fall nicht so schlecht. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, das Video gefallen. Und sonst haut rein und ciao.